Hallo, hier ist Quert von PocketPC.ch und heute zeige ich euch das Spiel Cut the Rope. Das ist jetzt endlich für Android erschienen, ist kostenlos im GetYar-Markt verfügbar. Dafür geht ihr einfach auf www.getyar.com, das ist GetYar.com oder mit dem Handy direkt auf m.getyar.com. Da könnt ihr es direkt runterladen, die APK-Datei. Dafür müsst ihr unter Einstellungen fremde Datenquellen oder so etwas aktivieren, dass ihr das installieren könnt. Wenn wir das Ganze einmal anmachen, können wir uns kurz die Einstellung angucken. Wir können den Ton an- oder ausmachen, die Musik an- oder aus. Wir können uns hier einfach mal für das Video anmachen. Wir können uns die Autoren angucken und das Spiel zurücksetzen. Und dann können wir auch direkt spielen. Es gibt hier verschiedene Episoden, ähnlich wie bei Angry Birds und anderen Spielen. Das ist Episode 1. Wenn man die... Das wollte ich nicht. Wenn man die fertig hat, kommt man zu Episode 2, Episode 3, 4, 5, 6, 7. Und neue Levels sind danach verfügbar. Also es kommen wieder Updates. Und wir können hier einfach mal anfangen. Fangen einfach mal mit Level 1 an, damit wir uns das Ganze ein wenig angucken können. Hier gibt es noch ein kleines Video am Anfang. Und dieses Spiel ist echt von dem Design her und der Animation sehr, sehr schön gemacht. Das Spiel selber macht auch Spaß und es sieht einfach sehr knuffig aus. Das Ziel ist es, dass dieses kleine Monster hier unten diesen Bonbon essen kann. Und dafür muss man immer Seile zerschneiden. Und je mehr von diesen Sternen man erwischt, je mehr Punkte kriegt man. Können wir jetzt hier machen, das war das erste Level, das war jetzt nicht so sonderlich schwer. Aber die werden halt immer schwerer im Laufe des Spiels. Seht ihr hier, man kann hier ein wenig hin und her schwingen. Und er isst dann immer mehr. Und so ist das ganze Spielprinzip aufgebaut. Es wird nachher noch schwerer, es gibt noch speziellere Seile, man kann noch viel mehr Möglichkeiten nutzen, es gibt noch Gegner, denen man ausweichen muss und so weiter. Das Spiel ist wie gesagt kostenlos im GetYar-Markt verfügbar, wird demnächst hoffentlich wahrscheinlich auch im Android-Markt erscheinen, aber momentan bei GetYar und ladet es euch einfach runter, ist irgendwie 20 MB groß, glaube ich, und probiert es einfach mal aus, ist kostenlos, ist gut, meiner Meinung nach. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich wieder einen Daumen hoch machen, wir würden uns über ein Abonnement freuen. Denn seht ihr immer, wenn wir neue Videos hochladen und ihr könnt uns natürlich auf www.pocketpc.ch besuchen. Vielen Dank!